Hallo und herzlich willkommen zum neuen Video. Heute nach ein paar Monaten Testphase das Cold Steel Finhawk. Wir sind hier noch an der Nordseeküste im Urlaub. Wahrscheinlich erscheint das Video eine Ecke danach. Das Finhawk habe ich seit geraumer Zeit hatte ich mir bei Mila Sports gekauft. Nicht gesponsert, selbst gekauft. Ich habe es hier in meinem Ridgeline Monsoon Elite Smog. Oder Richard Enite 2 Smog, man muss sich das erstmal merken. Und sieht ein bisschen doof aus, oder? Sonst fange ich doch an zu singen hier Wind of Change oder sowas. Also, ihr habt den hier in dieser Seitentasche. Das Beste ist, wenn man irgendwo draußen ist, immer mit einem Fixplate rauszugehen. Ganz zu Beginn. Als ich das bekommen habe, habe ich gedacht, verdammt Juche, ne? Bekanntes Design, das sieht doch ein bisschen aus wie ein Mora. Tatsächlich ist es so, ein Griff, eine Klinge, Gummi oder Plastikgriff, Plastikscheide, fertig ist das Mora, erfinde das Rad neu. Designed von Andrew Demko und Lynn Thompson himself, Mr. Cold Steel, unheimlich netter Bursche. Ich habe keinen Zweifel dran, dass der das nicht übel gemeint hat und dass der nicht kopiert hat. Das hat er nicht nötig. Polypropylengriff, ja, mit Gummi überzogen hier. Da ist Polypropylen, hier ist ein Gummiüberzug, um dem Messer einen richtig guten Grip zu geben. Ich habe jetzt Handschuhgröße 10, 10,5. Ihr seht, das ist ein volles Messer, Messergriff für eine Bärenpranke, hätte ich jetzt fast gesagt. Aber es gibt Leute, die haben 12. Da wird es dann wahrscheinlich ein bisschen knapp werden, aber dann müsst ihr euch eine Machete kaufen. Okay, ihr hört aber die Geräusche im Hintergrund. Es tut mir leid, bisschen auf den Hand. Plastikscheide, sehr gut finde ich, dass man das auch ohne Gürtel an der Hose tragen kann. Ihr könntet das auch, wenn es nötig sein sollte, zum Beispiel. Kann ich jetzt nicht zeigen, am T-Shirt tragen, so, ja, wisst ihr, was ich meine? Wenn ihr noch ein anderes, oder hier zum Beispiel, wenn ihr zum Beispiel, es gibt Leute, die tragen gerne Latzhosen, die Oldschool-Latzhosen, wo der Latz hier drüber geht, ja, also der Latz, ja, und dann der Gurt hier drüber geht, und dann habt ihr hier noch ein Knöpfchen, da könntet ihr das hier einhaken, ist kein Quatsch, sagt mir keiner, das ist Blödsinn, es gibt Leute, die tragen, was? Hey, Kneif, richtig, so. Einer meiner Lieblingsaufgaben hier in der Nordsee ist, für Feuerholz zu sorgen. Mal ganz kurz gemacht. Wahrscheinlich mit überdimensioniertem mit der Spalte. Aber der Mischer, der sagt, nimm die, kann nichts schief gehen. Okay, ich schaue natürlich nicht voll drauf. Ich will die Kamera betreffen, falls das Holz irgendwo hinfliegt. Ja? Zack. Deshalb, ich habe auch hier oben eine Decke. Das heißt, ich kann nicht ganz drauf hauen. So. Jetzt gehen wir mal hier runter. Wenn wir hier vielleicht mal die Kamera fixieren. Jetzt haben wir hier sowas. Jetzt müssen wir aber feineres Holz produzieren. Und zum Beispiel das im Kamin ein bisschen besser. Nehmen wir hier das Stück. Steht wahrscheinlich ein bisschen sicher, ja. Um kleineres Holz zu produzieren, um den Kamin anzufeuern. Wir geben ein paar Schläge hier drauf, zapp, 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 und haben ein kleines Stück. Das können wir noch beliebig wiederholen und kleiner machen. Zum Beispiel für eine Survival-Situation, ein Survival-Feuerchen. Ich hole es mal näher ran. Zum Beispiel für ein Survival-Feuerchen. Ja? Oder für den Hobo zu befeuern, der zum Beispiel da hinten steht. Ja? Wir könnten aber auch das mal. Seht ihr, ich hebel damit, auch wenn Lynn Thompson das wahrscheinlich wieder nicht gerne sieht. Ich kenne ihn ja. Wir haben uns auf der IWA darüber unterhalten, er kennt meine Videos.
nicht auf den Griff hinten hauen zum Justieren. Ja, bitte nicht. Ihr könnt das Holz so justieren. Zack. Ja. Und ich hebe wieder. Er wird es nicht mögen, der Herr Thompson. So. Das machen wir beliebig oft, wie wir es gerade brauchen, wie wir Kleingeld haben. Ja. So. Jetzt passt das zum Beispiel nicht in den Hobo rein. Quer, Horning, zack, zack. Ganz wichtig ist, der Schock, der durch so einen Griff geht. Ihr habt das schon bei anderen Messern gehabt, da ging der Schock durch den Griff in die Hand hinein. Hat mir hier wehgetan. Das passiert hier nicht durch den Polypropylengriff und durch die Gummierung. Ja? Wir gucken mal hier nach der Beanspruchung. Null Ausbrüche, kein Rollen, kein Nix. So. Wir haben Speedy Gonzales locken. Jetzt kommt die Mutter aller Fragen. Kann halt Schnuggi hier einen Zündstall anreißen. Das ist ein 0815 Stunden Zündstall von Gearbest. Oder was nach eBay war es mal. Ja, ihr seht, das Ding schlägt Funken. Passt rein. Gibt es nichts zu meckern. Dann gehen wir mal über die Maße. Wir haben eine Gesamtlänge von 22 cm, eine Klingenlänge von 10,4. Messer wiegt meines Wissens nach irgendwas um die 90 Gramm. Das habe ich jetzt gelesen, kann ich aber so nicht bestätigen. Wir messen es einfach, was wir selber sehen. Das haben wir auch im Schädel. Ich sag's euch. Selber messen müssen wir auch. 37,5 zusammen. Oh, so. 125. Ja. Dann gucken wir noch, ob keiner guckt. Klingstärke liegen wir bei 2,5 mm. Leider hat die Batterie einen Geist aufgegeben. Ich schließe also hier von der Skala ab. Nur bei 2,5 mm Klingenhöhe. 23. Pro Seite 11 Grad. Scandi-Schliff. 41/16er Stahl. Entspricht in etwa dem 420 MOV, dem Molybdän-Vanadium, also nicht dem AIC oder 420 Stahl, sondern da ist Kohlenstoff mit drin. Ja, macht es unheimlich leicht zum Schleifen. Das Gandhi-Schliff sowieso. Was willst du dazu noch sagen? 90 Grad Winkel. Das Ding, wenn es gerade übelst misshandelt, wird euch das ein Leben lang gute Dienste leisten. Ja? Und für mich gilt's hier rein, hobel die Katz. Und eigentlich ist damit mein Review beendet. Ich muss auf den Bauern, der wieder Tamtam macht. Naja, entweder bin ich in der Warner halt und die Flugzeuge fliegen über mich weg, oder ich stehe hier an der Lama Ranch und die Bauern machen Tamtam. Wie auch immer, Fliegeralarm, Bauernalarm. Ja. Dankeschön. So, ich sage danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wie immer gilt, tschüss, Madiot, schwenkt rot, tschüss ab und schwenkt die Kapp. Bleibt gesund und falls Nachfragen kommen,
Ridgeline, Monsoon, Elite 2, Smog. Link in der Beschreibung. Link zum Finn Hawk. Wenn jemand den Finn Wolf hat, möge er mir den bitte mal leihen. Würde ich mich sehr drüber freuen. Cooles Ding. Ist übrigens jetzt mein neues Rucksackmesser geworden. Und zwar, ich zeige es nochmal. Hier an meinem Ventquest Rucksack. Der hat schon etliches mitgemacht. Da ist da nichts dran. Gar nichts. Und zwar so hier rein. Ja, seht ihr das? Ja, ihr könntet den aber auch dann hier rein tun. Ja. Kein Problem. Ja. Ihr könntet den aber auch hier reinstecken, wie auch immer ihr das braucht. Das Ding fällt gar nicht mehr auf. Seht ihr das? Wo auch immer ihr das hinhaben wollt. Das Ding sitzt auch noch hier. Seht ihr das durch die Lasche? Verfängt sich das hier unten drin. Ja. Und flitscht nicht raus. Das Messer an sich flitscht auch nicht raus. Neben mir haben Leute gesessen, die haben sich den Rucksack näher angeguckt und haben den gar nicht gesehen. Ja. Eine coole Kombi. Ich sag mal so, an und für sich. Das hier. Gott verflucht. Keine Kombi. Ich stehe auf den Scheiß. So, wie gesagt, bleibt gesund. Wir sehen uns im nächsten Video. Achtet auf euch. Tschüss, Mario Trinkdo. Tschüss, ab und trinkt die Cup. Der weint. Ciao.